Ich fahre mal hier ein bisschen um. So, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Punkte dazu. So. Wir müssen ja irgendwie auf 5000 kommen. Also das Entkommen wird auf jeden Fall nicht das Problem sein, würde ich mal sagen. Das Entkommen wird nicht das Problem sein. Das Problem ist nur, dass wir jetzt hier erstmal auf die 5000 kommen müssen. Aber wir haben es gleich. 5000, so, ich hau ab. Ciao. War nett mit euch. Irgendwie, auch wenn es sehr verwirrend war mit euch, aber irgendwie weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was da los war. Weiß ich nicht. So, haben wir es? Bum, 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 bum. Ich bin ein Lamborghini. Ich mache immer bum, 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 bum. Danke, geschafft. Das war easy. Also das war jetzt wirklich einfach gewesen. So, hat er uns eine Nachricht geschrieben? Ich glaube ja, ne? Aber nur, dass er uns... Starkes Finish, hat den Jungs sicher gefallen. Wir sehen uns bald. Hm, schön. Wir müssen mal unseren Wagen reparieren. Unser Wagen sieht ein bisschen heruntergekommen aus. Ein bisschen heruntergehurt, muss ich sagen. Es ist nicht schön, aber es ist einzigartig. Nicht schön, aber einzigartig. Ja, Cops. Ach nee. Ach nee, halt da an. Ja doch, Cops. Sind das dieselben wieder? Okay, ich muss hier mal weg. Fahren wir hier lang. Und dann fahren wir hier lang. Huch. Hoppla. Nicht so doll in der Eisen gehen. So, und tschüss. Ja, das war jetzt, ne? Sogar unser Heckdiffuser wackelt. Alter, wir müssen echt unseren Wagen... Okay, der Heckdiffuser wackelt, macht mich ganz kirre da hinten. Oh, Nachricht. Erstmal schauen, was wollen sie? Komm und spiel mit der Gang. Wir drehen ein paar Runden ums Revier. Du gehörst jetzt dazu. Ciao. Ort auf der Karte anzeigen. Position markieren. Hinder. Hinder, Rinder. Möp, möp. Die wird hier schon angehupt. Nee, 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 weil er gehupt hat. So. Wir dürfen einen Rundenkurs mit der... Wir gehören jetzt zur Gang dazu, so wie weil ich gehört habe. Und dann dürfen wir Rundenkurse fahren. Das ist sehr freundlich von der Gang. Ich finde das sehr schön. Also wir machen jetzt quasi ein Gang-Bang. Also, ne? Wisst ihr? Ja? Weiß Bescheid. warum? So. Wir werden bestimmt sicher Eindruck schinden mit unserem Wagen. Weil der ist so kaputt, der muss einfach Eindruck schinden. Meine Nase juckt, aber ich möchte ungern die Hände vom Lenkrad nehmen. Okay, ich kann die Hände vom Lenkrad nehmen. Das war wieder wegen meiner verletzten Hand und dann juckte noch die Nase deswegen. Huch, der ist hinter uns her. Der hält schon wieder Abstand, ne? Der hält schon wieder Abstand. Das ist ja unfassbar. Was ist denn heute mit den Cops los? Ist heute irgendein Event am Laufen oder was? Dass ich versteck mich lieber vor den bösen Leuten im Event oder was ist das? So, hier müssen wir runter. Und dann hier rechts. Alter. Wie soll ich das denn schaffen? Außerdem war es links, Junge. Es war links. Das hätte ich ja gar nicht schaffen können. Ich kann doch nicht um über 90 Grad hier wendeln. Dann muss ich mal so lang. Da fährt auch ein Lamborghini. Überall fahren Lamborghinis rum. Was ist denn los mit denen? Und die haben alle nicht so einen coolen Lamborghini wie wir. Ist schon schockierend. Aber gut, niemand fährt so coole Autos wie wir, ne? Also das kann man jetzt mal so sagen. Wir sind schon wirklich der Hammer. Vorsicht. Mann. So, ist es noch weit? Nö, du noch ein paar Kilometer liest. Hier müssen wir runter. Hier müssen wir springen. Da müssen wir den Warnblinker anmachen. Warum ist der Warnblinker an? Ich will niemanden warnen, dass ich blinke. Das war nicht mit Absicht. Das würde mir niemals einfallen. Außerdem bin ich ein Outlaw. Ich muss das jetzt machen. Ich muss das jetzt machen. Als Outlaw bin ich dazu verpflichtet. Schade. So, da ist der Rundenkurs. Mit unserer alten Drecksmühle hier. Das ist sehr schön. So. Event. In Position. Fahre das Rundenrennen mit den Outlaws. Sieht schön aus. Kann ich das nochmal sehen, bitte? So, unser Wagen ist ein Traum. Von innen und von außen. Ziemlich verhauen. Oh yeah, Rapper. Rapper-Dude. So, wie viele Runden? 2, ja, soll ja kein Problem sein. Wer fährt denn jetzt mit? Sehe ich da Namen?
Outlaw und... Ich, wer ist der andere? Ich möchte den anderen Namen sehen. Mataro Yoshi Shan oder was? Ist das der? Das ist der. Ach. Jetzt schon. Jetzt haben wir schon mit dem Anführer der Outlaws zu tun. Geh mal weg da. Mann. Ich bin jetzt ein Outlaw. Muss mir aus dem Weg gehen, Outlaw. Ich bin jetzt der Outlaw, nicht du. So, wo endet denn mal hier die Runde? Ah, noch 11, okay. Alter, was ist los? Ich sehe schon wieder, die Welt baut sich nicht auf. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum in Grün und Weiß, würde ich sagen. So, die erste Runde haben wir hinter uns. Cops sind auch, ja, hinter uns. So, sind schon bestimmt schon entkommen. Das war ja... Naja, die anderen halten die schon auf, ne? Ist schon in Ordnung. Das machen die schon. Das machen die für uns. Da war eine Straßensperre, aber wir wollen ja sowieso hier lang. Ich bin jetzt mal nicht so doof und fahre immer gegen die Wände. Oh, wie die Sonne aussieht. Ich weiß nicht, der hört sich so komisch an. Komisch? Warum fällst du dich so komisch? So. Ja, easy going. Also, harte Gegner sind es auch nicht. Hilfe, Hilfe. So, die Welt. Nach einem Tunnel ist eine Welt voller Geheimnisse und Cops. Die stehen da immer nur, ne? Ist voll langweilig. Easy. Gewonnen. Irrer Speedman. Ja, geil, wie dein Auto aussieht. Das ist total, alles wackelt und klappert. Das ist echt toll. Oh, wir haben unseren Lamborghini schon zu Schrott gefahren, aber ich glaube, das ist nicht so tragisch. Das ist ja nur ein Lamborghini, weißt du, der kriegst du ja auf dem Flohmarkt hinterhergeworfen. Weißt du, ich will keinen roten Kurs rein. Aber die Jungs sind auf jeden Fall beeindruckt. Die Jungs sind beeindruckt, wurde Zeit, dass wir uns treffen. Ich melde mich. Okay, melde dich. Ich mache in der Zeit... Da kann man Donut machen, ich weiß gar nicht, ob das unser Wagen hier kann. Ja. Es fahren heute sehr viele hier rum. Deswegen stottert das auch so extrem. Weil hier so viel rumfährt. Das hört sich ja toll an. War's auch. Ich meine, mein Auto hat sich seit langer Zeit nicht so gut angefühlt. Vielleicht sollten wir alle ein paar Lotterielose kaufen bei dem Glück, das wir haben. Oh Mann. Musst du das so beschreien? Dafür ist zu viel positive Energie da, Ames. Zu viel gibt's nicht. Hey. Treffen wir uns im Longhorn? Klingt doch gut. Ja, bin dabei. Okay, cool, wir sehen uns. Du nicht, Schlaukopf. Wir fahren nicht zum Longhorn. Wir beide treffen uns im Diner. Fahr dahin. Sofort. Oha. Jetzt gibt's Ärger. Er hat, glaube ich, bemerkt, dass wir ein Schrotten Lamborghini fahren und dann auch noch Fotos von denen machen. Ah, ist schon ein bisschen dreist von uns, muss ich ja sagen. Völlig zerstörte Wagen fahren. Es stottert heute echt. Ich glaube, das liegt echt daran, dass heute echt so viele Leute da sind. Echt, 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 echt. So, macht der? Ich glaube nicht, oder? Nee, der. Der macht keine Donuts. Oh, was halt sehe ich denn? Was sehen denn meine geschundenen Augen da vorne? Was sehen sie denn da vorne? Ich habe keine Ahnung. Polizei, scheinbar. Mann, ich wollte jetzt eigentlich... Wo ist denn der Bulle? Der Kopf. Die Polizei. Ich weiß nicht, wo sie ist. Naja. Warum geht denn die Kamera so tief? So, geschafft. So. Geh mal weg da. Bin Lamborghini. So, ich wollte hier hin. Man kann echt ein Arschloch sein. Ich finde das so geil, dass man hier so ein Arschloch sein kann. Ich bin irgendwie ein großer Fan davon, ein Arschloch zu sein. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, warum. So, ab zum Diner und müssen uns mit Travis... Mit der Travestine treffen. Travestine treffen, alte Finne, oder was ein Wort. Allein, dass das nur ein Wort ist, ist schon wirklich erstaunlich. Was stand da? Was? Ich hatte gerade eine Nachricht bekommen. Keine Ahnung. Vielleicht hat mir jemand geschrieben, ich soll aufhören, andere Autos zu rammen. Dann muss ich jetzt zurückschreiben. Outlaw! Outlaw! Oder Roadhouse!
Kakteen. Ich könnte alles zurückschreiben, was ich wollte. So, ab zum Diner. Zum Diner. Zum Diner A4 wollen wir jetzt. Oh, welchen Diner hätte, würde ich das Diner A4 nennen. Das ist voll der geile Name. Ich glaube, ich mache mir einen Diner. Und nenne es denn so furchtbar schwul. Quietsch, 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 so Ende. Drum. Outlaw, Outlaw. Jetzt kann ich alles umfahren und alles rammen und immer sagen Outlaw. Outlaw, Outlaw. Alter, wie knapp fahren wir denn dran vorbei? Sind wir eigentlich bescheuert oder so? Outlaw, Outlaw. Au. Outlaw. Da wollte er wieder zu viel, ne? Man hat's gesehen, man hat's aber nicht wirklich bemerkt. Man hat es gesehen, aber nicht wirklich bemerkt. Das ergibt keinen Sinn, aber egal. Sinn ist ein echt sinnfeindliches Wort. Hä? Was ist los mit dem? So. Ich frage mich, was Travis jetzt... Ich sag ja, Travis ist, glaube ich, der Outlaw aus der Bande. Und der will uns jetzt mit dem Wuschelkopf-Japaner bekannt machen. Oder verkuppeln, oder was weiß ich, was er jetzt vorhat. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Ich hoffe, er lässt sein Spielzeug zu Hause. Nicht, dass er Shades of Grey nachspielen will oder so. Es wäre mir unangenehm, muss ich sagen. In beiderlei Hinsicht. Huch. Ich bin tot. Oh nein. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte, da kommt jetzt schon wieder das. Da kriege ich eine Macke da. Ich dachte, jetzt hat sich das schon wieder so aufgehangen, weil sich das wieder so angehört hat. Man muss Angst haben hier bei Need for Speed. Also zumindest muss ich Angst haben. Ich weiß nicht, ob andere auch Angst haben müssen, die die PC-Version spielen, aber ich habe Angst. So, erstmal ein bisschen langsamer wieder werden. La, 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 la. Vorsicht, Höller. Vorsicht, betrunkener Lamborghini-Fahrer. Outlaw! Muss ich jetzt alle 5 Minuten rufen? Outlaw. So, was machen wir? Dann bin ich mal gespannt. Alter, der Wagen sieht aus, ey. Wer hat ihn denn gefahren? Donk. Wuschelkopf-Japaner. Hallo. Mann, was steht da? Du gibst nicht auf, oder? Ja, das war ich da draußen. Überrascht? Ich auch nicht. Steckst du einmal drin, erkennst du deine Mitspieler. Man sieht's in den Augen, Chico. So beeindruckend, wie du heute warst, das ist der Fahrstil, der garantiert Probleme bringt. Eine Menge Leute kommen und nutzen das aus, wollen dir die Krone aufsetzen. Aber es ist mehr als das Können. Jeder hier liebt den Outlaw. Da kämpft einer gegen das System. Du musst dir die Frage stellen. Brauchst du als Fahrer wirklich den Rausch? Oder brauchst du es nur, um aufzufallen? Ich hab dir die Daumen gedrückt. Und ich weiß, es macht dich an. Ah, halt dein Handy bereit. Alles klar. Hat uns Travis gerade ein bisschen angebaggert? Kann das sein? Er kommt mit seinem Gesicht ganz nah. Erfolgfrage schafft. Überrascht? Ich auch nicht. Er kommt mit seinem Gesicht ganz nah. Sagt, er hat mir die Daumen gedrückt. Ich weiß nicht, für was das steht. Und er behauptet, dass uns das gefallen hat. Also doch ein bisschen Shades of Grey, oder? Die Daumenquetsche? Ist die nicht aus Shades of Grey? Alter, okay, habe ich ja gewusst, dass Travis ein Outlaw ist. Ich bin nicht wirklich überrascht, aber ich frage... Und dann gucken mich noch die anderen drei Leute an von dem Wuschelkopf-Japaner, ne? Ich weiß nicht, ob wir da in Minirock aufgetreten sind, warum uns alle angeguckt haben, aber irgendwie war mir das doch ein bisschen unangenehm. Es war mir doch ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Jeder guckt uns an und alle wollen was, aber der Rausch einfach... Der Rausch, in einen Minirock von allen angeguckt zu werden, ist einfach so der Hammer. Dass wir hier erstmal ein Foto machen. Weißt du, ich lege mich jetzt quasi auf die Motorhaube. Ich habe mich raufgelegt, man sieht es, das ist ein bisschen verbeult. Ich bin nicht der ganz Schlanke in Minirock, aber es passt schon.
Ah, okay. Was ein geiler Avatar. Den Avatar fand ich cool. Was war das? Ich will auch den Avatar haben. Avatar. So, da fährt einer. Bam, 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 bam. Erstmal alles. Outlaw. Outlaw. Was explodieren wir da denn noch? Ich bin Outlaw, eindeutig. Ich bin fürs Outlaw gemacht, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich fürs Outlaw gemacht bin. So, dann ruf mal an hier. Ja gut, wir gehen jetzt mal kurz in die Garage. Dann können wir unseren Wagen erstmal reparieren. Und zweitmal können wir den noch ein bisschen tunen. Jetzt wird dafür wieder ein bisschen Geld haben. Soweit ich mich nämlich erinnere, war der noch nämlich nicht vollständig. Weil das riecht ja noch so komisch. Ich weiß auch nicht. So, Lamborghini Aven... Oh, Travis ruft an. Junge, geh mal was schneller an dein Telefon. Die ganze Gruppe trifft sich. Wir fahren ein Sprintrennen. Die Jungs stechen gerade ins Wespennest. Nichts bringt die Leute schneller ins Ziel als ein paar wütende Cops. Wir sehen uns dann später. Alter, ich bin innerhalb von zwei fucking Sekunden an mein Telefon gegangen und der erzählt mir, ich soll schneller ans Telefon gehen? Was bist du denn für einer, ey? Ich habe ein Leben außerhalb meines Telefons. Alter Nerd, ey. Kauf dir mal Leben, ey. Kauf dir mal Leben, wirklich. Geh mal schneller ans... Das war alles? Das war alles, okay. Das war alles, heißt es. 371 Spitze. Ja, passt. Optik? Hatten wir eigentlich schon coole neue Felgen oder so rausgesucht? Felgen. Wechseln. Oh ja, die. Das sind unzureichende Mittel. Oh, wir haben kein Geld. Ich sehe es. Reifen, Bremssättel, Bremsscheiben. Oh, Bremsscheiben hätte ich eigentlich. Gibt es hier was Gelochtes oder so? Irgendwie nicht wirklich. Nein, nicht Bremssättel. Hier, Felgen. Ich wollte die Größe ändern. Können wir nicht. Okay. Können wir nicht, dürfen wir nicht. Denn... Warte. Nein, geh weg. Abtrieb, Differential. So, ein bisschen stellen wir das noch ein. Steif, steif, ja. Gut, alles ist steif. Und wir fahren jetzt nach Travis, weil es ist alles steif und ich meine, es hat uns ja gefallen. Wenn er sagt, es hat uns gefallen, dann hat es uns wohl auch gefallen und naja. Ja, ich weiß nicht. Hey, unser Lamborghini ist wieder heil. Juhu! Wir fahren endlich wieder mit einem heilen Auto herum. Wo ist denn da? Der Outlaw. Der Outlaw. Hier, Rase. Ja, schwer. Okay. Wollen wir mal sehen, ob es wirklich schwer ist oder ob die uns das nur wieder vorgaukeln wollen. So, und ich werde jetzt Outlaw-tastisch dahin fahren. Outlaw! Könnte man quasi für Roadhouse verwenden. So. So, jetzt haben wir auch einen voll aufgetunten Lamborghini. So, wir müssen einen 6-Sekunden-Sprung hinlegen. Waren das 6 Sekunden? Ich weiß es nicht. Als Tagesherausforderung gibt es nämlich 6 Sekunden. Hat das geklappt? Das war ein erzielte 6 Sekunden Sprungdauer. Ja, insgesamt oder... Na gut, 6 Sekunden in der Luft sein ist, glaube ich, schon echt lange, ne? Ist, glaube ich, echt verdammt lange. Outlaw, Outlaw. Ja, es passt einfach zu allem. Au, 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 au. So. Outlaw. Schön. So, dann wollen wir mit Travis jetzt fahren und uns an die Outlaws schmiegen. Die anderen können uns einfach nicht mehr das geben, was wir brauchen. Der Magnus Walker und wer war da noch? Nakai San und Ken Block. Die waren einfach nicht genügend, deswegen sind wir zu Whiskey Devil gegangen, weil da waren mehrere. Das war dann so ein bisschen, der Kick von mehreren, aber der hat jetzt auch nachgelassen. Und jetzt wollen wir zu den bösen Jungs. Wir stehen auf böse Jungs. Was ist denn hier eigentlich los? Frühlingsgefühle. Komische Frühlingsgefühle. Frühlingsgefühle, die mich verwirren. Ich weiß es auch nicht. Bitte nicht schlagen. Bitte nicht, aua. Ich hab gesagt, nicht schlagen. Nicht jetzt. So. So, hier ist es schon. Anhalten. Wir haben so eine gute Bremse.
Rückwärtsgang. Und los. Engel fangen keine Teufel. Hatten wir das nicht schon mal? So. Jetzt sollen wir mit den Autolotschis fahren. Unser, naja, Frontstoßfänger wackelt wieder.